herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Es ist 20 vor 5. Ich hatte das Video eigentlich viel früher aufgenommen. Ja, hat ja dieses hier Mikrofon und dann wollte ich das eben schon mal so langsam zusammenschneiden. Morgen früh, Leute, da waren die Batterien an den Dingern alle und ich habe es gar nicht gemerkt. Also, zweiter Versuch. So, jetzt Thema Zahnarzt, habe ich euch ja versprochen. Verzeihung, Thema Zahnarzt. Wir waren ja gestern beim Zahnarzt, hatte ich euch ja erzählt. Vorgeschichte. Tarek war zweite Klasse, glaube ich. Ja, zweite Klasse. Dieses Tischkicker da, will den Ball aufheben. Der eine macht so, weil er hochkommt. Gott sei Dank nicht ins Auge, sondern am Zahn. Zahn total abgebrochen. Schule hat mich angerufen, wir sind zum Zahnarzt. Mit dem Stück Zahn, der guckt und sagt, Nerv ist auf, aber nicht verletzt irgendwie. Fragt der Henker, hat da was reingesteckt, neue Füllung drauf, gut. Mussten alle paar Monate hin, weil die Füllung immer wieder abgebrochen ist. Da waren wir dann ja hier in der Türkei. Ach nein, da haben die uns gesagt, wenn Tarek 18 ist oder sein Kiefer ausgewachsen ist, bräuchte er unbedingt einen Stiftzahn. Ne? Dann haben die uns auch schon aufgeklärt, beziehungsweise Tarek dann kurz bevor wir abgereist sind, aufgeklärt, keine Goldzähne und dies gehört nicht dazu, halt ein ganz normaler Stiftzahn. Gut, haben wir gesagt, alles klar, hier dann sind wir zum Zahnarzt, weil er was hatte am Zahn. Und dann sage ich, Bekir, frag mal, ich meine, der Zahnarzt kann ja Deutsch, ne? Aber ich sage, frag mal, vielleicht versteht er es auf Türkisch besser. Und der Bekir fragt sich auf Türkisch und der guckt mich dann an und Beke sagt, ja, wie ist das mit dem Stiftzahn? Und sagt, was für ein Stiftzahn? Sagt er, ja, der Zahn, den du da mal gemacht hast vorne, der abgebrochen war, das war ja in Deutschland, haben dann die ganze Geschichte erzählt, weil er da am Zahn was am Rummachen war. Und die haben gesagt, der bräuchte dann mit 18 oder wenn Kiefer ausgewachsen ist, einen Stiftzahn. Er guckt uns an und sagt, nein. Ich sag, was nein? Der braucht keinen Stiftzahn. Ich sage, aber haben die doch gesagt, sagt er, der Zahn ist heile. Sag ich, ja, na klar ist die Wurzel heile, sagt er. Ich ziehe keinen gesunden Zahn. Ich sage, ja und jetzt, sagt er, es ist sinnvoller, dann wenn mal was mit der Füllung passiert, dass man die wieder auffüllt, weil der Nerv ist noch heile. Sagt er, na klar kann man den einen Stiftzahn reinsetzen, aber warum sollen wir jetzt bitte schön einen gesunden Zahn ziehen? Da sage ich, ne? Weil die das in Deutschland so gesagt haben. Sagt er macht das nicht. Sag ich, wie? Weil wir duzen uns. Ich sage, wie, du machst das nicht? Sagt er, nein, das mache ich nicht. Sagt er, ich ziehe keinen gesunden Zahn, um da jetzt einen Stiftzahn reinzusetzen. Sag ich, okay. Sagt er, da müsst ihr woanders hingehen. Sag ich, nein, das will ich ja gar nicht. Ich sage, ich war jetzt nur im Glauben, man müsse das machen, weil mir das ja so erzählt wurde. Ne? Ich war erstmal baff. Könnt ihr euch das vorstellen, wie baff ich war? Ich stand da wie die Werbung K. Ne? Und er sagt, das ist eigentlich nicht vertretbar. Er sagt, weil die Wurzel ist heile. Es muss nur ein bisschen ab und zu mal ausgebessert werden oder nachgefüllt werden. Er sagt, dafür zieht man keinen gesunden Zahn. Wenn die Wurzel jetzt beschädigt werde, hätte sich der Zahn sowieso schon schwarz gefärbt. Sagt er, hat er nicht. Und die Wurzel ist auch nicht beschädigt. Und dann sage ich, Leute, wisst ihr was? Erstmal erkläre ich euch, warum wir das hier machen wollen. Also die BG wollte das ja übernehmen, weil das war ja ein Schulunfall damals. Ne? Wurden ja auch immer die ganzen Akten geführt und bla 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 bla. Jetzt haben wir uns aber überlegt, wenn wir jetzt, Flugtickets sind ja nicht gerade günstig, Flugtickets kaufen, ich muss ja mit, dahin fliegen, das machen lassen und dann die Flugtickets wieder zurückbezahlen, da ist das hier in der Türkei günstiger, selber zu bezahlen und selber machen zu lassen. War unsere Überlegung, ne? Okay, die BG ist dann fein raus, weil die spart Geld, ist uns aber auch egal. Aber wisst ihr was? Also Hochachtung. Er hätte wirklich auch sagen können, ja na klar, wir messen alles aus, gucken dies und das. Die Zahnärzte können das ja am Kiefer irgendwie, ja. Wir machen Stiftzahn rein.
Hätte er ja gut Geld dran verdient, ne? Ich meine, umsonst sind die Dinger ja nicht. Leute, ich bin so, noch ein Grund, ich bin so begeistert, ja, dass er offen und ehrlich auch gesagt hat, wir können es machen lassen. Er macht es aber nicht. Wisst ihr, er hätte daran wirklich Geld verdienen können. Ich bin immer noch baff. Von gestern noch. Deswegen habe ich euch das gestern schon erwähnt, dass ich da jetzt dann, so wie morgen, es ist jetzt nachmittags, ne? Weil morgen haben wir noch mal was vor. Ich packe das einfach nicht. Dann nehme ich lieber nachmittags die Videos auf, wenn ich da morgens, wenn ich weiß, ich habe da keine Zeit zu. Aber ich bin da wirklich baff. So, das wollte ich euch nur erzählen. Ich hänge euch auch noch mal die Webseite unten dran, ja? Weil, Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Ich jetzt schon, ich jetzt wirklich schon, ich bin begeistert. Anderes Thema, Bagger. Hatte ich ja ein Kurzvideo reingestellt, ich weiß nicht, ob das jeder gesehen hat, wie die durch so eine kleine Gasse, Tarek sagt, die waren nicht so klein, aber die sind da immer noch am Baggern. Habe ich euch hinten auch dran gehangen, was ich dann den Abend noch aufgenommen habe, weil die haben angefangen, ein bisschen da zu arbeiten. Ne? Es war 9:30, Viertel nach 8, weiß ich gar nicht mehr genau. Am nächsten Morgen ging es natürlich weiter und jetzt täglich da baggern die da oder machen die da Frachthenker, was die da machen. Und morgen bekomme ich meine Nägel gemacht. Ja, von einer ganz lieben Freundin. Werde ich natürlich aufnehmen. Ihr könnt fast live dabei sein, weil ich werde euch das dann alles zeigen. Also ich werde meine Kamera dahinstellen, dann alles aufnehmen, werde natürlich dann zurechtschneiden, weil ja, man muss ja nicht da, ich weiß nicht gar nicht, wie lange sowas dauert. Ich glaube eine Stunde, anderthalb. Die macht Gelnägel und dann werde ich, oder ihr werdet das ja direkt sowieso mitbekommen dann. Also wenn ich es dann am nächsten Tag, also übermorgen, Samstag dann, reinstelle. Ich bin schon richtig aufgeregt, weil das ist ja ewig her, wo ich mal so falsche Nägel hatte. Ne? So, euch einen schönen Tag noch. Bleibt mir alle gesund. Und wirklich, wenn ihr einen Zahnarzt braucht, ja, es müssen nicht immer die hochtechnischen Dinger sein. Na klar, hätten wir einen gefunden, der es gemacht hätte. Aber es war unsinnig, das zu machen. Also, manche wollen einfach nur Geld verdienen. Und manche haben das Herz am rechten Fleck und sagen einem einfach die Meinung, die Wahrheit, ne? Und das war die Wahrheit. Das ist voll unnötig gewesen. Alles klar, bis denn. Ciao, ciao. Leute, ich dachte eben, was ist das denn? Reißen die den Mikros ab? Und dann sagte Tarek, nee, nee, weil der kam gerade drin. Die laden Bagger ab. Hier ist alles möglich. Ich muss mal schauen. Jetzt hat es gewackelt. Es ist 7:45. Ja, das ist Türkei, ne? Fragte Henker, was die da jetzt baggern. Ich dachte erst, er will da durch, um dieses Gebäude da, das kleine Weiße abzureißen. Aber nein, ich baggern da irgendwas auf. Türkei kennt keine Uhrzeit. Abends schafft sich besser. Das ist wie Müllabholung hier, nachts um 1. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wie gesagt, ihr schon. Schatz, morgen steht das Haus nicht mehr. Ich dachte, die fahren das Ding nur hin. Ich bin immer noch der Meinung, die wären von der D da besser runtergekommen. Die schaffen da wirklich nachts, ne? Also abends, 8:30 jetzt. Na geil. Guten Morgen. Jetzt noch mal bei Tageslicht. Die sind schon am Schaffen. Ja, und seht ihr da zwischen dem Häuschen und dem Ding? Aber der Tarek meinte gestern, es ist doch größer, als man denkt. Also der Durchgang da. Und ja, jetzt fangen die an.
Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Dann habe ich bald volle Sicht, bis sie angefangen haben zu bauen. Was aber nicht schlimm ist, denn ich habe ja noch genug Sichtfeld, ne? Ja. Aber ein halbes Jahr lang, mindestens, über ein halbes Jahr, werde ich dort ganz freie Sicht haben.